Religiöser Komplott. Die Engel der himmlischen Gerechtigkeit sind schon wieder. Ja, unsere Sicherheitsdienste beobachten seit einiger Zeit die Engel der himmlischen Gerechtigkeit, eine Gruppe religiöser Extremisten. Kürzlich getätigte Aussagen der Gruppenführung geben Anlass zur Besorgnis. Die Organisation ist militanter geworden und befürwortet Gewalt und direkte Angriffe auf die Feinde Gottes, insbesondere auch auf ihre Regierung. Wir glauben, dass sie eine reelle Bedrohung unserer Sicherheit darstellen und sollten sie demzufolge genau beobachten. Da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen auf unsere Sicherheitsgeschichten gucken. Und um Gottes Willen, wir haben was Grünes. Technologischer Vorteil. Wie es aussieht, ist unser Land in einem wichtigen wissenschaftlichen und technologischen Bereich weltweit führend. Das ist fantastisch für unsere Wirtschaft, da wir der Konkurrenz gegenüber klar im Vorteil sind. Unternehmensflucht, krasse, minus 25%. BP, ein ganz kleiner Plus. Und Produktivität, einfach mal 13% obendrauf. Das ist super. Das ist großartig. Und wir haben direkt nochmal ein Dilemma, was wir auch schon kennen. Wir sollen ein Gesetz einführen, welches Schülern das Tragen religiöser Symbole in staatlichen Schulen verbietet. Das heißt beispielsweise, dass muslimische Schülerinnen keine Hijab und christliche Schülerinnen kein Kreuz tragen dürfen. Wir haben die Möglichkeit, das Verbot einzuführen. Die Kinder gehen zur Schule, um etwas zu lernen und nicht, um ihre religiöse Zugehörigkeit zur Schau zu stellen. Indem wir sicherstellen, dass alle Schülerinnen die gleiche Kleidung tragen, garantieren wir Gleichberechtigung und die Integration aller Religionen ohne Diskriminierung. Das ist die logische Umsetzung der Trennung von Kirche und Staat. In Kirchen und Moscheen können die Menschen sich nach Belieben kleiden, aber nicht in Schulen. Oder Gesetz ablesen. Dies ist schlicht eine Diskriminierung der muslimischen Bevölkerung. Hier geht es nicht darum, das Tragen christlicher Kreuze zu verbieten, sondern es ist einzig und allein ein Vorwand, um muslimischen Schülerinnen zu verbieten, sich zu kleiden, wie sie es möchten. Das Gesetz wird zur Spaltung und Segregation führen und ist ein Garant für religiöse Spannungen in den Schulen. Das interessant ist, dass die Übersetzung ins Deutsche jetzt mit dem neuen Update, das quasi zu einem neuen Dilemma macht. Weil in der Ursprungsübersetzung, also in der ursprünglichen Fassung, ging es nur um das Kopftuch. Da ging es nicht darum, religiöse Symbole im Allgemeinen zu verbieten, sondern es ging auch in den Argumentationen unten drunter immer nur um muslimische Schülerinnen und Schüler. Ah. Und hier taucht auf einmal das Kreuz mit auf und ich denke so, huh, was ist denn da los? Ja. Das heißt, ich muss neu argumentieren und neu denken. Ist auch gut, das hält den Kopf fit. Ja, okay. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich auch. Wir haben... Also das Spannende hier, finde ich, ist nochmal, dass wir das gerade in Spanien spielen. Das heißt, wenn wir hier alle religiösen Symbole in Schulen verbannen, werden wir wahrscheinlich einen Anstieg bei den religiösen Radikalen haben. Das, so viel will ich schon nochmal zu bedenken geben, weil, naja, ist halt ein religiöses oder ein etwas stärker religiös geprägtes Land als beispielsweise Deutschland, wo wir das auch gespielt haben. Und da wir Spanien spielen, bin ich dafür, die religiösen Symbole in Schulen auch nicht zu verbieten. Okay, ich wäre ganz grundsätzlich dafür, die religiösen Symbole in Schulen nicht zu verbieten. Besonders weil, wie es hier steht, bezieht sich das auf die Schülerinnen und Schüler. Mit keinem Wort ist der Klassenraum oder der Lehrkörper angesprochen. Und an der Stelle würde ich sagen, das Gesetz beschneidet ganz klar die Religionsfreiheit in der Ausübung der Schülerinnen und Schüler. Es wäre was anderes, wenn da jetzt stehen würde, Symbole im Klassenraum, also im Gebäude oder bei Lehrkörpern. Das sind nochmal zwei komplett unterschiedliche Diskussionen. Aber hier, wenn es darum geht, die Schülerinnen und Schüler
in irgendeiner Form. Da würde ich sagen, ich würde es grundsätzlich ablehnen, auch wenn wir das hier in Deutschland spielen würden. Aus diesem Grund. Ja, aber dann hätte ich, also ich hätte es anders argumentiert. Das ist alles. Also okay. Ich wäre auch zu dem Ergebnis gekommen. Aber da wir gerade Spanien spielen, habe ich gedacht, ich probiere es mal so. Und wir ja eh schon das Problem mit den fanatischen Religiösen haben, da ist jetzt die Frage, wie macht man das jetzt noch schlimmer oder packt man da einfach die Sicherheitsbehörden drauf, um den Extremismus einzudämmen. Und weil, wie gesagt, nur weil wir Spanien spielen, habe ich das jetzt so rum argumentiert. Andersrum würde ich dir trotzdem zustimmen. Weil, ja, warum nicht? Das ist schön. Dann lehnen wir dieses Gesetz ab. Die Liberalen finden es nicht so gut, die Religiösen finden es etwas schöner. Das ist ja schön. Oh, ein passendes Trump-Zitat unten drunter. Oh. Nun, die Vorwürfe sind eindeutig da. Ja, es gibt Vorwürfe auf beiden Seiten. Man muss ja beide Seiten betrachten. Ich glaube, es gibt auf beiden Seiten Vorwürfe. Donald Trump. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gutes Auge, Real Panse. Definitiv. Also die Kommentare zwischendrin haben durchaus Unterhaltungswert. Ja, und es gab heute auch nochmal ein Update. Da ist noch ein bisschen was dazugekommen. Ja. Ja, ich glaube, Klifsky hat auch irgendwie nochmal alle Updates zusammengefasst und hat dazu auch nochmal einen eigenen Stream gemacht. Ich weiß nicht, ob er ihn schon gemacht hat oder ob er den noch machen will. Wird wahrscheinlich auch bald wieder als YouTube-Video rauskommen. Wo er alles vorstellt, was sich verändert hat. Ja, ich habe neulich mit ihm einen interessanten E-Mail-Wechsel gehabt. Ich habe ihm ein paar Bugs gemeldet. Er ist da, also ich habe ihm geschrieben und er hat sich nach 2 Tagen gemeldet und er hat die E-Mail damit eröffnet, dass er sich entschuldigt, dass er sich so spät meldet. Der Typ ist echt krass. Also er steckt da viel, viel Leidenschaft und so rein. Definitiv. Total gut. So, Wahlabsichten. Ja, wir sind ganz gut da. Ich wollte mal gerade bei den religiösen Menschen gucken. Die sind relativ da. Oh, sehr weit oben. Mitgliedschaft. Ist sehr, sehr viele. Zufriedenheit geht so. Ja. Naja, aber okay, wir haben jetzt einen kleinen Push hingekriegt. Wir haben unseren Überschuss ausgebaut. Die Weltwirtschaft ist ziemlich im Keller und unser BIP ist fast gleich geblieben. Und unsere Staatsschuld geht langsam zurück. Das ist ganz schön gut. Gucken wir mal. Atemwegserkrankungen stagnieren. Überfüllte Krankenhäuser geht zurück. Oh, Unternehmensflucht durch den Technologievorteil. Wupp. Dürfte jetzt nächste Runde vorbei sein. Und nicht konkurrenzfähige Wirtschaft noch nicht vorbei, aber krass nach unten gegangen. Und Krise der illegalen Einwanderung bleibt ein ganz kleines Stück angestiegen. Ja, Produktivität würde ich jetzt kurz gerne mal. Oh ja, angewachsen durch den technologischen Vorteil und Arbeitslosigkeit eher gleich geblieben. Ja, wir haben Geld, mit dem wir operieren können. Achso, können wir gerade gucken. Ethnische Spannungen dauert noch. Obligatorischer Sprachunterricht und Antirassismuswoche, bis die wirklich greifen. Aber wir haben 2 Sachen, die anfangen zu greifen. Da am Laufen. Tja. Wir sind auf dem Weg. Das gefällt mir. Ja. Ach so, genau. Sicherheitsbericht. Sicherheitseffizienz wird als adäquat eingestuft. Die sind wieder ein klein wenig gestiegen. Aber es ist auch nur noch die eine Gruppe. Wir hatten, glaube ich, zwischendurch mal mehr. Ja, die Patrioten hatten auch was am Start. Definitiv.
Na, dann würde ich mal, wenn wir schon bei Donald Trump Zitaten sind, sagen Jobs, Jobs, Jobs. Okay. Tja, wir könnten Subventionen für ländliche Entwicklung etwas ausbauen, weil gibt Jobs. Und sowieso Kfz-Nutzung geht etwas hoch, aber Schienennutzung auch. Ich hätte jetzt also mein Vorschlag wäre, das wäre so das Erste, was mir einfällt, hier ein bisschen hoch und dafür bei Transport nochmal gucken, dass wir irgendwas machen, wo Kfz-Nutzung runtergeht. Da ist die Frage, ob wir generell was gegen Kfz haben oder nur gegen bestimmte Formen des Antriebes. Also ob wir bei einer anderen Stelle, was weiß ich, E-Mobilität vielleicht angehen oder so. Also hier haben wir, die Kfz-Nutzung ist immer noch relativ auf einem relativ hohen Niveau. Ja, die wirst du im Endeffekt auch nicht wegkriegen. Also in Ländern, nee, wo du viel ländlichen Raum hast, alles andere wäre, glaube ich, auch vermessen. Ja. Korrekt. Haben wir eine Initiative für... Nee, haben wir hier irgendwo... Umstellung auf Elektroautos steigt. Können wir da noch irgendwas machen? CO2 sind wir schon unten. Umstieg auf Elektroautos. Wir könnten die Emissionsbeschränkung für Kfz hochziehen. Initiative für Hybridautos haben wir auch. Könnten wir auch hochdrehen. Senkt den Ölbedarf, erhöht aber auch wieder die Kfz-Nutzung. Ist aber nicht schlimm in diesem Fall. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Die Frage ist natürlich, wem nützt es? Wem nutzt es? Weil hier haben wir gerade die Menschen mit hohen Einkommen, weil die sich halt ein neues Auto kaufen und deswegen sind die auch diejenigen, die davon was haben, weil sie an sich das Geld haben, sich ein neues Auto leisten zu können. Allerdings wäre jetzt die Frage, da gibt es einfach noch so viele andere Vorteile, nehmen wir das einfach mit. Wenn wir das hier noch ein Stück mit hochnehmen. Einfach nur, weil ich es nochmal, es kommt im Chat auch nochmal kam, nur mal so zur, ja. Warum ich so erstmal auch auf diese Kfz-Nutzung gucke. Ich weiß nicht, ob es halt auch so im Spiel umgesetzt ist. Rasengras, du hast gesagt, woran hat's gelegen? Vielleicht sagst du nochmal, was du genau meinst mit woran hat's gelegen? Und The Real Panse sagt, wenn der Individualverkehr nicht abgeschafft werden kann, muss der Antrieb dahergehend geändert werden, dass er verträglicher wird. Hilft dann auch mit den Lungenkrankheiten. Ja, das stimmt zu einem gewissen Grad. Neben Feuerwerk ist der größte Feinstaubemittent, also es gibt drei Sachen, die immer unterschätzt werden, was Feinstaub angeht, die sich auf Lungenkrankheit auswirken. Feuerwerk ist super heftig. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Zement sehe ich gerade im Dings. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob das... Also meinst du direkt die Zementherstellung? Ich meine, es ist schlecht für die Lunge, aber generell in der Umwelt. Also ich weiß, dass es... Ja genau, es weiß, Feuerwerk wird häufig unterschätzt. Das ist unglaublich, was Silvester an Feinstaubemissionen... Das ist irgendwie ein Fünftel oder sowas der Gesamtjahresbelastung, die Silvester rausgehauen wird. Dann das zweite... Holzöfen und Holzpelletöfen. Ganz krass, was Feinstaub angeht. Und das dritte, Abrieb von Gummireifen. Da schließt sich der Kreis, worauf ich hinaus wollte. Kfz-Nutzung. Ich sehe ein, dass wenn wir einen ländlichen Raum haben, dass wir da nicht hinkommen. Aber ne, nur auf den Antrieb zu gucken. Wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir tatsächlich so weit sind, dass wir dass solche anderen Faktoren wie Reifenabrieb tatsächlich signifikanten Einfluss gibt. Das heißt, wir sind weit gekommen, was Antriebsarten angeht.
Aber das wollte ich nur noch mal so nebenbei sagen. Ich glaube, Rasengeist hat die Heute-Show von letzter Woche geguckt, wo es um die Zementherstellung ging und welche Ausnahmen gemacht werden für die Unternehmen, die Zement herstellen, was Feinstaub und sowas betrifft. Ja, nee, ist das tatsächlich bei Feinstaub so heftig? Weil ich hatte das auf jeden Fall als CO2-Emittent unglaublich auf dem Zettel. Also Zementherstellung, weiß ich, ist unglaublich CO2-intensiv. Also stößt unglaublich viel CO2 aus. Da gibt es in Australien übrigens, gibt es zwei Firmen, die eine andere Variante, einen anderen Zement erfunden haben, wo die Verbindung nicht durch das Entwässern des Kalks, der so CO2-intensiv ist, realisieren, sondern über bestimmte organische Fasern. Und damit haben sie zwei Flughäfen gebaut, die kompletten Landepisten und auch die Gebäude. Und im Prinzip war die Herstellung des Zements neutral. Aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Das ist Wissen von vor 6 oder 7 Jahren. Ich hatte Zement immer nur im Hinterkopf mit CO2 und Feinstaub weiß ich nicht ganz genau. Aber kann gut sein. Da will ich mich jetzt auch, da ist das vielleicht auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ich wusste nur, diese drei Sachen, die ich aufgezählt habe, dass man davon dann immer sehr überrascht ist. Ich weiß es auch nicht mehr genau, wie sie es zusammengerechnet haben, muss aber sagen, ich glaube, die Heute Show hat im Dezember irgendwann eine Sendung gemacht oder Ende November oder Dezember eine Sendung gemacht zu Krankenhäusern und wer kriegt denn diesen Corona-Zuschlag und Aufschlag auf den Lohn. Und da haben die schon angemerkt, übrigens, das kriegen ganz viele nicht, keine Reaktion. Und jetzt wurde es in den letzten Wochen deutlich, dass es tatsächlich so ist. Insofern bin ich total überrascht. Die scheinen sich da wirklich Mühe zu geben, sich das anzugucken. Vielleicht könnte mal jemand noch mal nachschauen, Rasengras, falls du... Also wir wollen dich jetzt nicht verlieren als aktive Zuschauer, das wäre schade. Aber vielleicht könntest du einfach noch mal gucken, was denn da genau... Ja, ich werde auf jeden Fall in der Pause mal gucken, wie es mit Feinstaub-Emissionen bei Zementherstellung aussieht. Aber jetzt erstmal hierzu. Also Initiative für Hybridautos könnte ich mir vorstellen, dass wir das erhöhen. Vor allem, weil es anscheinend auch total wenig kostet. Oh! Romy? Da bist du wieder. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich bin auf jeden Fall wieder da. Es ist total schön, dass ich dich wieder sehe, dass ich das Spiel wieder sehe. Ich habe dann inzwischen immer mal so einen kurzen so einen Schreckmoment, wo ich denke, oh nein, nicht schon wieder. Nicht, dass uns wieder das WLAN ausfällt oder so. Ja. Das wäre schade, vor allem spielen wir gerade erst mal seit 50 Minuten. Das wäre heute wirklich zu früh für so einen Aussetzer. Ja. Was ich aber sagen wollte, ist, wir haben leider Gottes keine Varianten, um Gummimischungen nochmal anzupassen, genau für diese Abnutzungsgeschichten. Wir können halt in dem Spiel leider Gottes nur auf die Antriebe gehen. Und was den ländlichen Raum betrifft, ich komme ja nur vom Dorf, bin ja ein sächsisches Dorfkind. Mhm. Irgendwie, ich glaube, 30, 35 Kilometer in die eine Richtung nach Dresden und 15 Kilometer, so jetzt können alle mal kurz auf den Atlas gucken, 15 Kilometer, 20 Kilometer, ja, 15 Kilometer nach Freiberg, was wiederum zwischen Dresden und Chemnitz liegt. So. Und ohne Auto bist du da aufgeschmissen. Selbst, also der Fortschritt der letzten 10, 15 Jahre war, dass der Bus durchs Dorf fährt und man nicht mehr bis zur Bundesstraße laufen muss, so wie wir das noch tun mussten. Aber es hat halt auch, einerseits ist es eine Frage der Selbstbestimmung, weil es fährt halt einfach nur x-mal ein Bus pro Tag oder pro Stunde, pro Stunde pro Tag eher, an den Wochen auch. Und das kriegst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln in dieser Form beim besten Willen einfach nicht hin. Also da fährt halt nicht einfach, das ist einfach nicht finanzierbar. Ja. Und da bin ich auch ganz bei The Real Panse, der sagt, naja, wenn das mit dem Individualverkehr einfach nicht geht, muss man halt gucken, dass der Verkehr, der da ist, der Individualverkehr, dann aber dementsprechend sauber und umweltverträglich ist. Aber das wiederum sind Anschaffungskosten, die man sich halt auch erstmal leisten muss. Und dann sind wir wieder bei dem Policy-Vorschlag von eben, wem nützen die Hybridautos?
der ja dann auch schon quasi an die hohen Einkommen gekoppelt war. Ja. Rasengras sagt, ein kurzes Panik-Googeln hat ergeben, dass bei Zement CO2 das Problem ist. Okay, dann hatte ich das also, hatte ich das richtig im Kopf. Danke, dass du es nachgeguckt hast. Entschuldigung. Hoffentlich ist die Panik nicht allzu groß gewesen. Aber ich hatte da sowas im, weil der Prozess ist eigentlich relativ simpel und du kannst da, und da gibt es Vorschriften, dass da Filter reingesetzt werden müssen und die Energie, die reingesteckt werden muss, dass du Zement herstellst, ist halt, du musst den Kalk wasserfrei kriegen und das ist unglaublich, energieintensiv, den quasi den Zement zu backen. Findest du unseren Stream nicht ausreichend unterhaltsam, Rasengras? So, Romy, dann schmeißen wir ein bisschen Geld in den ländlichen Raum. Unbedingt gerne. Unbedingt also ich komme nicht nur aus dem ländlichen Raum, sondern ich arbeite im ländlichen Raum und für den ländlichen Raum, deswegen jupp. Ja, also 936 Millionen gehen wir dafür aus. Ja, so ein bisschen mehr als 100 Millionen oder noch mehr? Ja, diese Grenze da gefällt mir ganz gut, an ja, der ne? du gerade bist. Hm. 5 politisches Kapital gibt auf Arbeitslosigkeit echt mal auch einen ordentlichen Impact. Und das gefällt mir alles sehr gut, ja. Ja. Bei Subventionen muss man halt dann schlussendlich immer gucken, dass sich das immer noch so ein bisschen die Waage hält, weil es bringt halt nichts, wenn alles von staatlichem Geldfluss abhängig ist. Weil wenn bei uns die Wirtschaft nach unten knallt, können wir uns gar nichts mehr davon leisten, sodass wir da einfach immer so versuchen müssen, den Ausgleich zu finden. Und die Initiative für Ja, wir haben auch die Initiative für Elektroautos, habe ich jetzt gerade gesehen. Die ist natürlich krass, geldtechnisch, 500 Millionen. Und die Initiative für Hybridautos, wo war sie? Ne, Zuschüsse für Neuwagen. Da könnten wir aber auch nochmal überlegen. Ja, hier unten, Initiative für Hybridautos ist halt super gering. Also da würde ich eher die Initiative für Hybridautos anfassen. Für 2. Sie verdoppeln quasi. Und dann würde ich vielleicht nochmal bei Transporte gucken, ob wir sowas machen wie... Okay, kostenlose Busfahrkarten ist halt wieder etwas für die Rentnerinnen. Ob wir sowas machen wie eine Staugebühr. Auf einem sehr geringen Niveau. Nee. Ich krieg mich dazu nicht überwunden. Also, da kurze Frage in den Chat, wie seht ihr das? Wir haben Städte in einigen Regionen. Jetzt gehe ich wieder von uns aus und nicht von Spanien, aber ich kenne mich in Spanien auch wirklich nicht so gut aus. Aber wir haben Städte, in denen einfach das Wohnen teuer ist und Leute teilweise in den ländlichen Raum ausweichen müssen und lange Wege haben, um zur Arbeit zu fahren. Dass die Infrastruktur dann auch noch kacke ausgebaut ist, was dazu führt, dass die im Stau stehen und möglicherweise auch nicht mit öffentlichen Transportmitteln irgendwie von A nach B kommen können, würden wir jetzt doppelt bestrafen dafür, dass wir mit einer Kennzeichenerkennung, wo auch schon wieder datenschutzrechtliche Fragen bei mir auftauchen, wie macht man das, wo wird es gesammelt, also die Umsetzungsgeschichten. Ich wäre dann eher gegen die Staugebühr, würde vorschlagen, diese Telearbeitsinitiative zu starten. Dass einfach wir die Straßen so ein bisschen leerer kriegen, weil die Leute auch von zu Hause aus arbeiten könnten, theoretisch. Ja, oder wir Emissionsbeschränkungen für Kfz könnten wir hochsetzen, die ist super gering. Ich gehe mal gerade auf Telearbeitsinitiative, da geben wir schon einiges für aus. Könnten wir auch hochsetzen. Wir könnten beide Maßnahmen machen. Erhöhung bei der Telearbeitsinitiative kostet uns kein politisches Kapital. Null. Ja, dann würde ich die hochsetzen auf vielleicht so 300? Dass wir so 50 Millionen vielleicht nochmal draufpacken? Ja, das ist ordentlich. Aber auch mit ordentlichen Auswirkungen. Ja, genau. Okay. Und Emissionsbeschränkungen. Ja.
Vielleicht eher so. So an diese Grenze von 4. Ja. Sorgt halt für Umstellung für Elektroautos hoch. Umwelt tut es. Umweltschützer, Autofahrer finden es natürlich nicht so toll. Und ganz klein wenig auf Kfz-Nutzung. Aber sollten wir schon machen. Ja, finde ich gut. Okay. Haben wir immer noch 10. Einfach mal aus Interesse. Korruption. Interessant. Wir können. Es gab doch auch noch diesen Politikvorschlag dieser Antikorruptionsbehörde. Die fand ich auch noch mal ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob wir das schon umgesetzt haben oder ob das in einer der Runden davor war. Antikorruptionsbehörde brauchen wir 20 für. Und was ist das? Senkt Korruption und beamtete Personen, ja? Das, was ganz oben steht, die Unexplained Wealth Orders. Das würde ich mir gerne noch mal kurz angucken. Und leider nicht übersetzt. Ich könnte es eh nicht erkennen, weil meine Augen und mein Bildschirm, das wäre total schön, wenn du mir sagen würdest, wenn ich es auf meinem Tablet angucke, funktioniert. Okay. Ja, also die unerklärten Reichtumsanordnungen. Es bricht mit der normalen Annahme, dass die Unschuldigen so lange unschuldig sind, solange sie schuldig gesprochen wurden oder die Schuld bewiesen wurde. Diese Regelung erlaubt es Strafverfolgungsbehörden, bei Individuen, die Reichtum nicht ausreichend erklären können, Verfahren einzuleiten. Es ist eine kontroverse, aber sehr effektive Politik gegen Karrierekriminelle, die klar von Kriminalität profitieren, aber ihre Spuren gut verwischt haben. Wir haben aber auch kein Kriminalitätsproblem gerade. Naja, das ist halt die Frage. Korruption ist auch Kriminalität. Das stimmt, ja. Ich hätte jetzt für die Korruption, da habe ich nämlich noch was anderes gesehen. Also könnte eine interessante Sache machen. Liberale finden es nicht so gut, aber Korruption geht runter. Was wir auch machen könnten, ist, wir könnten auf die Pressefreiheit einen draufgeben mit 6 politischem Kapital, was auch super direkt gegen Korruption hilft. Das stimmt. Ich glaube, es würde zwar alles auf Korruption wirken, aber bei dem einen verdienen wir Geld und bei dem anderen geben wir welches aus. Weil die Unexplained Wealth Orders bedeutet, dass die Finanzen geprüft werden und im Zweifelsfalle die Leute dann nochmal auch finanziell zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben keine Einkünfte davon. Das ist total schade. Warum eigentlich nicht? Na, dann können wir auch die Pressefreiheit hochsetzen. Ja, weil wir, wenn wir auf den generell Kriminalität sind, wir auf 0. Ja, also ich bin wirklich ein bisschen be- und entgeistert über unseren momentanen Status. Ja. Ist total schön. Dann lass uns die Pressefreiheit hochziehen. Maximum. Kostet uns nix. Und wirkt gegen Korruption. Ich finde Pressefreiheit total wichtig. Ich auch. Eine gute Presse. Sie heißen nicht umsonst fünfte Gewalt. Ich würde auch noch mal kurz auf den Chat eingehen wollen. The Weird Panzer hat das, was wir vorhin hatten, mit der Staugebühr so ein bisschen mit London verglichen. Das finde ich auch ganz schön beschrieben. Hinterher sieht es aus wie London, alles voll, trotz Schranken, alle unglücklich und alles teuer. Das wollen wir nicht. Rasengras ist nochmal eingegangen auf das Thema Korruption, sagt, nur für die Außenstehenden, für den Inner Circle funktioniert das halt super. Stimmt, aber das ist halt das Problem in so einer Demokratie und einem Rechtsstaat, da ist es so mit dem Inner Circle. Und Horsty sagt, wäre doch ein guter Grund für die CSU, mehr Befugnisse zu fordern. Da wäre jetzt die Frage, für wen? Das weiß ich jetzt gerade noch nicht so ganz. Und warum eigentlich immer die CSU? Die Armen. Die Armen. Der,
Für die Polizei. So, ach so, ja, natürlich, ja. Entschuldigung. Ah ja, ja, klar, na klar, logisch. Ja. Genau. So, wir haben noch vier. Wollen wir das mit in die nächste Runde nehmen und gucken, ja, was passiert? Okay.